Moin Moin und herzlich willkommen bei tariftipp.de zum Test des brandneuen Motorola Moto G22. Ja, das Moto G22 erscheint erst Ende April in Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum ich so früh hier eine Test-Smartphone von Motorola bekommen habe, aber trotzdem natürlich vielen Dank. Und das hier ist dann auch gleich das erste Testvideo des Moto G22 in Deutschland. Ein Einsteiger-Smartphone, das zu einer UVP von 169 Euro auf den Markt kommen wird. Es gibt schon bei Amazon jetzt eine Vorbesteller-Aktion, da kriegt ihr dann so ein paar Dinge dazu. Ein Schutzcover ist da dabei, ein Kfz-Adapter und auch noch ein Amazfit Band 5 gibt es gratis dazu, also ein Fitness-Tracker und alles, was ihr wissen müsst zum Moto G22, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß und schon geht es los. So, wir starten mit dem Unboxing um 14.25 Uhr. Hier der typisch blaue Verkaufskarton von Motorola. Es gibt das Smartphone in zwei Farben, nämlich einmal in diesem hellblau, was wir hier bekommen haben. Sehr schön, finde ich. Und dann gibt es das Smartphone auch noch in etwas gedeckterem Grau. Im Lieferumfang haben wir dann hier wie immer so ein bisschen Papierkram, Garantiehinweise, Kurzanleitung, SIM-Tool, ein USB-Kabel und ein Netzadapter. Ein Kopfhörer befindet sich hier nicht im Lieferumfang. Wir kommen zum Thema Verarbeitung und Wertigkeit und das ist hier beim Moto G22 sehr erfreulich, sehr schön verarbeitet, so ein bisschen kantiges Design, seht ihr gleich an den Ecken, gefällt mir persönlich richtig gut. Es gibt hier ein Kunststoffgehäuse und der Rahmen ist zwar auch aus Plastik, aber das wirkt eher wie Metall, also es ist wirklich gut gemacht, gut verarbeitet. Relativ großes Smartphone, 164 mm hoch, 75 mm breit, Bautiefe 8,5 mm. Gewicht 125 Gramm. Hier seht ihr schon die Kameraeinheit. Aber es ist wirklich gut gemacht. Druckpunkte der Schalter sind gut. Es fässt sich gut an, liegt gut in der Hand. Also insofern gibt es bei der Verarbeitung hier überhaupt nichts zu meckern. Ja, das Display des Moto G22 ist 6,5 Zoll groß in der Bildschirmdiagonale. Löst leider nur mit HD Plus auf, also 1600x720. Da ist die Selfie-Cam untergebracht. Ja, Bildschirmränder sind jetzt nicht allzu schmal, aber das sind alles typische Dinge für diese Preisklasse. Das geht schon in Ordnung. Es ist ein IPS-Display, also LCD-IPS, mit einer mäßigen Blickwinkelstabilität. Auch das ist ganz normal. Pixeldichte 268 ppi, also jetzt nicht so mega scharf, aber ich habe trotzdem keine Probleme gehabt hier, was die Ablesbarkeit angeht. Und was ich ganz schön finde, ist hier beim Display, es gibt trotz des günstigen Preises die Möglichkeit, die Aktualisierungsrate von 60 auf 90 Hertz einzustellen oder auf automatisch. Sollte man eigentlich auch auf automatisch lassen, dann wird nämlich nur dann die Wiederholrate auf 90 gestellt, wenn man es wirklich braucht. Ja, Bildschirmhelligkeit, auch das ist typisch für ein Smartphone dieser Preisklasse mit IPS-Panel. Leider nur 450 Candela, das wirkt jetzt sehr hell. Aber draußen wird es mit der Ablesbarkeit dann schon ein bisschen schwierig, damit muss man leben. Aber insgesamt ein, sagen wir mal, okayer Bildschirm hier beim Motorola Moto G22. Ja, die Bedienelemente hier, Lautstärke, Wippe, ein Knopf und dann der Powerknopf mit integriertem Fingerabdruck. Sensor, ich zeige es mal, ist jetzt nicht der allerschnellste, so flapp, flopp, jetzt wird entsperrt. Aber es funktioniert, es ist zuverlässig und was ich sehr schön finde, es gibt hier eine Gesichtserkennung, ich zeige das jetzt hier mal. Gucke auf das Smartphone, flop, es wird entsperrt. Auch das funktioniert eigentlich relativ zuverlässig. Unten haben wir dann den Lautsprecher, den Hauptlautsprecher. Das ist ein Mono-Lautsprecher, also es gibt kein Stereo. USB-C-Anschluss sehen wir hier noch und Mikro, hoppala. Und dann hier auf der anderen Seite das SIM-Fach. Da gibt es eine schöne Überraschung, gucken wir später nochmal rein. Oben dann der Klinkenanschluss für analoge Kopfhörer. Auch sehr schön, dass der an Bord ist. Und hier die Kameraeinheit mit dem LED-Flash auf der Rückseite. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier softwareseitig an Bord haben. Auch das sehr erfreulich, denn das Moto G22 kommt jetzt schon mit Android 12 und zwar in der Stock-Android-Variante. Und ja, ich zeige das hier mal. Also das ist wirklich sehr, sehr flüssig zu bedienen, obwohl das Smartphone leider ein bisschen langsam ist. Da gehe ich dann später nochmal näher drauf ein. Aber dieses Android 12 ist wirklich eine schöne Version geworden, muss ich echt sagen. Ich kann das jetzt gar nicht so sehr im Detail euch sagen, woran das liegt. Man merkt das an ganz vielen kleinen Ecken und Kanten, dass es einfach noch ein bisschen sleeker geworden ist, noch ein bisschen besser sich bedienen lässt. Und hier die Menüführung beim G22 auch sehr, sehr zurückhaltend. Finde ich richtig gut. Hier sieht man die Schnittstellen, das hat sich auch bei Android 12 alles ein bisschen geändert. Wenn ich jetzt hier gleich von rechts nach links wische, kommt der Google Discover Newsfeed, der ist auch
standardmäßig hier vorgegeben. Hier alle Apps zeige ich auch nochmal. Zack. Also die Bedienung ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann hat Motorola natürlich wie immer auch hier beim G22 noch dieses kleine Mehrfach-Widget vorinstalliert. Da kann man das Wetter aufrufen oder die Uhrzeit bzw. den Wecker und natürlich auch den Kalender. Das ist eigentlich super praktisch. Das sind ja Funktionen, die man eigentlich ständig benötigt. Kann man auch durchskippen, wenn man will. Also von daher, von der Bedienung her, ist das G22 ganz weit vorne, wenn es denn ein wenig schneller wäre. Aber wie gesagt, zum Thema Benchmark komme ich gleich, um nicht zu sagen jetzt. So, schauen wir mal, was wir hier im AnTuTu Benchmark-Wert erreicht haben. Leider nur 103.085 Punkte, also knapp über 100.000 Punkte. Das ist nicht besonders schnell und, muss man ehrlicherweise sagen, so fühlt sich das Smartphone auch an. Es ist wirklich ein langsameres Smartphone. Also für ungeduldige Leute ist das gar nichts. Ich zeige hier nochmal den PirateShip Benchmark-Test. Allein schon, bis der geladen wird, dauert das eine ganze Ewigkeit. 5G wird natürlich auch nicht unterstützt. Dafür aber Bluetooth und NFC auch. Hier seht ihr jetzt mal den PirateShip Benchmark-Test. Wenn ich auf Low gehe, komme ich hier maximal auf 9 Frames per Second. Und wenn ich jetzt hier auf Maximal gehe, dann dröhnt er sogar runter auf 4, 5 Frames per Second. Also das ist echt wenig. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Ja, dafür ist aber Wi-Fi 5 an Bord, das ist auch nicht selbstverständlich in dieser Preisklasse, das finde ich ganz gut. NFC, wie gesagt, ist auch dabei und LTE natürlich auch mit 150 Mbit pro Sekunde maximal im Download. Ja, Google Maps habt ihr auch gesehen, dauert auch einen kleinen Moment. Und dann scrolle ich auch nochmal durch meine Webseite tariftipp.de, da seht ihr auch, das dauert alles ein klein bisschen, ruckelt ein bisschen. Also wie gesagt, überhaupt kein Rennpferd, dieses Moto G22, aber wie gesagt, in dieser Preisklasse ist das eigentlich völlig normal, muss man so sagen. Ja, wenn ihr mal einen günstigen Handytarif braucht, schaut mal vorbei bei tariftipp.de. So, hier nochmal ein Blick auf die Kunststoffrückseite. Fingerabdrücke werden kaum hinterlassen, aber es gibt so ein paar Schlieren im Laufe der Zeit. Aber trotzdem finde ich das eigentlich sehr schön gelöst. Sieht auch irgendwie schön aus, finde ich hier, vor allem diese hellblaue Version. Der Akku ist fest verbaut, fette 5000 mAh. Das reicht zu einer Akkulaufzeit von satten 15 Stunden. Also eigentlich so alle 2 bis vielleicht sogar 3 Tage müsst ihr den Akku nur laden. Der Akku kann mit 15 Watt geladen werden, aber Motorola packt nur ein Netzteil mit 10 Watt in den Lieferumfang. Das machen ja einige Hersteller mittlerweile. Verstehe ich nicht, was das soll. Ist leider so, aber okay. Kann man wahrscheinlich auch mit leben. Der interne Speicher liegt hier bei 64 GB. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt Überraschungen hier beim SIM-Fach. Es ist nämlich ein Triple-SIM-Fach. Das heißt, ihr könnt 2 Nano-SIMs einlegen für Dual-SIM-Betrieb. Und gleichzeitig parallel auch eine Micro-SD-Karte. Also den internen Speicher könnt ihr mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 Terabyte erweitern beim Moto G22. Das finde ich fein. Ja, das Highlight neben dem Akku ist sicherlich die Kameraausstattung. Hier eine 50 Megapixel Hauptkamera und dann haben wir noch 3 weitere Linsen. Ein Ultraweitwinkel, ein Weitwinkel und eine TOF-Linse. Ja, 50 Megapixel, wie gesagt, eine super gute Auflösung. Beispiel Bilder schauen wir uns gleich an. Hier seht ihr nochmal die Selfie-Cam in der Mitte in dieser kleinen Aussparung. Die löst auf mit immerhin 16 Megapixeln und dann ja, geht es jetzt mal los mit ein paar Beispielfotos hier, wie immer mein Kanickel im Stall. Achtet bitte auf die Schärfe, die Durchzeichnung des Fells und die Farben. Und das finde ich ist wirklich erstaunlich bei diesem Smartphone. Es kostet ja nun, wie gesagt, nicht mal 170 Euro. Und dafür ist die Kamera echt gut. Das muss ich wirklich sagen, zumindest bei mittleren Lichtverhältnissen. Das hier ist mein Kater drin. Ja, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wobei diese Aufnahme hier finde ich auch sehr gelungen. Also auch hier das schwarze Fell, kann man einige Details erkennen, das ist gar nicht so übel. Es sind so ein paar Farbproofs hier, sehr zurückhaltendes Grün, auch das Braun gleich sehr zurückhaltend. Also das hat Motorola hier beim Moto G22 wirklich sehr gut hingekriegt, muss man echt sagen. Auch die Schärfe geht in Ordnung, schaut mal hier diese Figur und hier habe ich nochmal eine Bokeh-Aufnahme gemacht, auch die ist okay. Gut, jetzt folgt eine Nachtaufnahme, die ist dann nicht mehr ganz so toll, leider hier so ein bisschen ja, verwaschen. Aber gut, also in normalen Lichtverhältnissen oder bei gutem Licht, auch hier drin, dieses Modellauto, ist die Kamera echt nicht schlecht, hat mich überrascht. Das hier ist eine Brennweitenreihe, das ist so Ultra-Weitwinkel, auch sehr schön zurückhaltende Farben. Gut, die Schärfe ist jetzt nicht ganz so stark wie bei der Normalkamera, aber das ist völlig normal. Das hier ist die Normalkamera und da habe ich noch eine Makroaufnahme gemacht. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen dichter rangehen müssen, aber okay, geht auch in Ordnung. Jetzt folgen noch 2 Selfies, einmal hier im Innenraum mit Bokeh und dann auch nochmal draußen auch mit Bokeh. Gut, jetzt ist das Käppi hier so ein bisschen verwaschen, aber trotzdem insgesamt wirklich eine positive Überraschung bei der Kamera.
So, wir haben noch ein kurzes Beispielvideo, das ich hier in der maximalen Auflösung drehe mit der Hauptkamera. Die Auflösung liegt hier bei Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. 4K gibt es nicht. Gibt auch keinen Schnickschnack hier beim G22. Das ist alles sehr down to earth. Und ja, auch kein 4K. Ja, das war es schon mit diesem kurzen Videoeindruck. Und jetzt geht es weiter mit dem Fazit. Ja, das Beispielvideo habt ihr vielleicht gehört, eben wurde in Mono aufgenommen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so und das lasse ich dann auch so. Ja, gehen wir mal zu den Kontrapunkten. Das Display, wie gesagt, ein bisschen zu dunkel. Das ganze Smartphone ist sehr langsam, nichts für Ungeduldige. Also wenn ihr irgendwie gerne anspruchsvolle Spiele spielen wollt, dann ist das nichts für euch, muss man ganz klar sagen. 5G ist auch nicht dabei. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht so schlimm. Und das mit geliefertem Netzteil bietet nur 10 Watt. Unverständlich. Motorola, was soll das? Egal. Schauen wir uns die Pro-Seite an. Schönes, wertiges Gehäuse. Ja, das Display, gut, HD Plus zwar nur, aber es ist trotzdem okay, finde ich, diese Schärfe. Das reicht eigentlich bei dem Preis und bei der Größe. Fingerabdrucksensor ist dabei, der funktioniert, Gesichtserkennung funktioniert auch okay. Speicherweiterung, Klinkenanschluss, alles dabei. Und vor allem nochmal hervorzuheben, eine wirklich sehr, sehr lange Akkulaufzeit hier. Das wird viele von euch freuen, denn das ist ja sicherlich einer der Hauptpunkte bei einem Smartphone dieser Preisklasse. Ja, das soll es gewesen sein. Mein Test zum Moto G22. Wie gesagt, 169 Euro beträgt der Preis zum Start. Ich denke mal, das wird dann nach kurzer Zeit so auf 150 Euro fallen, der Preis. Und dafür ist es wirklich ein gutes Smartphone. Das muss man echt sagen. Es sieht ja auch beim Thema Preis-Leistung, Gesamturteil knapp 80%. Das ist alles nicht übel. Die Wettbewerber seht ihr links unten. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Besucht bitte auch unbedingt mal meine Webseite tariftipp.de. Dort erwarten euch über 730 Handytests, Handykonfigurator, Beispielbilder und so weiter. Ja, das war's. Ich grüße euch und sage Tschüss, bis bald.